Und nicht nur die E-Auto-Förderung läuft aus, auch die Landwirte müssen künftig mehr für ihren Diesel bezahlen. Das trieb die Bauern gestern auf die Straße. Sie demonstrierten zu Tausenden hier im Berliner Regierungsviertel gegen den Subventionsabbau. Aber ist der gerechtfertigt? Was denken Sie? Wir haben Sie gefragt. Hier ist Ihre Stimme. Also diese extrem großen Maschinen sind ebenmäßig gar nicht zu betreiben. Und deshalb muss das mit den dicken Dieselmotoren sein. Und dann ist es halt so. Und dass man das jetzt kürzt, das kann ich nicht so ganz verstehen. Unsere Regierung ist da sowieso ein bisschen nicht nachvollziehbar, was die teilweise da fabrizieren. Ich finde das nicht gut, was die jetzt gemacht haben mit dem Diesel anheben alles. Ja? Dann wird wahrscheinlich alles demnächst noch teurer. Ich denke, die Agrarwirtschaft, die hat schon genug zu knausern bei uns und ich denke, da sollte man ein bisschen unterstützen. Es wird so viel unterstützt in anderen Bereichen. Ich denke, um die Landwirtschaft überhaupt aufrechterhalten zu müssen, wäre das sicherlich sinnvoll. Ja. Im Endeffekt finde ich schon, aus dem einfachen Grunde, weil die das Ganze auf uns alle wieder umlegen werden. Und ich weiß nicht, ob unsere Bauern dann noch existent bleiben können, weil die Produkte zu teuer werden. Und dann lieber die Sachen aus dem Ausland genommen werden. Weil die muss ich ja sowieso schon einstecken die ganze Zeit. Und wenn sie jetzt noch Kürzungen haben, wer weiß, wie viele Bauernhöfe wir noch irgendwann haben. Im Rahmen der Gleichbehandlung müssen alle unter Kürzungen irgendwie leiden. Also dann auch die Landwirte, wenn es alle anderen trifft eben halt, ne? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.